Ja, und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ein neues Projekt von mir, mal was ganz anderes als Minecraft, diesmal Zelda. Und eines meiner Lieblingsteile, nämlich Zelda Oracle of Ages, und danach kommen vermutlich Seasons. Ich finde, es sind die besten zwei Teile, wo es gibt in Zelda. Auch die Idee ist geil mit den fortgesetzten Geschichten, wo man dann irgendwie die Codes austauschen kann und dem anderen dann weiterspielen kann. Ja. Jedenfalls beginnen wir jetzt mal ein neues Spiel. CE 2001 Nintendo. Ja, so alt ist das Spiel schon. Ja, natürlich spielen wir Deutsch. Neues Spiel. Ja, da hat man gerade gesehen, das mit dem Geheimnis. So, hab ich da jetzt schon was eingetippt oder was? Nein. Jenso. Erstens sollen wir uns Link nennen. Oder Jenso. Nennen wir uns Link. Kleinen Buchstaben. Link. So. Okay. Und los geht's. Ja, Nummer 4. Held, nimm dein Schicksal an. Und jetzt sind wir offiziell in Labrina. Oder wie die Region heißt. Momentan noch keine Musik und ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Von daher blind ist es auf keinen Fall. Hilfe! Das war ja beängstigend. Plötzlich wurde ich angegriffen. Vielen Dank, Reisender. Wie lautet dein Name? Aha, Link. Ich erkenne ein Triforce auf deinem linken Handrücken. Es ist das Zeichen eines hyrulianischen Helden. Deswegen sind die Monster geflüchtet. Ich bin Impa, die Zofe von Prinzessin Zelda aus Hyrule. Bist du nicht? Ich suche eine Sängerin namens Nairu. Bist du mir behilflich, Link? In deiner Nähe fühle ich mich viel sicherer. Ja, natürlich ist es nicht Nairu, das ist die böse Dings, wo Körper kontrollieren kann. Ich weiß nicht, wie sie gerade heißt. Deswegen ist sie auch so blau. Oh, das ist es. Ein Felsen mit einem Triforce. Das muss ein Zeichen sein. Und wir müssen jetzt den Felsen verschieben, weil sie da als Böse nicht durch kann. Würdest du bitte diesen Felsen beiseite schieben, Link? Ja, damit du durch kannst. Ich bin zu schwach. Nee. Die kann es nämlich nicht anfassen, weil die ja böse ist. Und da halt dieser Zauber drauf ist. Ja, dass die Bösen da durchkommen. Und wir verschieben es natürlich hier, damit sie durchkommt. Vielen Dank, lass uns gehen. Ja, und das ist Nairu, wo das singt. Ich glaube, wir müssen jetzt alle ansprechen, damit wir durchkommen. Ruhe, ich will Nairu zuhören. Wie lieblich. Psst, ich höre Nairu doch beim Singen zu. Wie bitte? Nairu ist die beste Sängerin von Labrina. Genau, Labrina heißt die Region. La li la. Jetzt sollten wir durchkommen beim Bär. Setz dich und hör zu. Wie lieblich. Hat sie ihn? Nein. Ist das nicht bezaubernd? Ja, sehr bezaubernd. Ihr seid Abgesandte Hyrules, habe ich recht, Impa und Link? Stimmt's? Eine Taube brachte Kunde von eurer Ankunft. Mein Name ist Ralf. Ich bin ein alter Freund Nairus. Wir heißen euch willkommen. Dankeschön. Du kommst den weiten Weg von hier Hyrule hierher. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nairu. Ich bin tiefer Sorge, seitdem ich hörte, dass Labrina großes Unheil bevorsteht. Keine Sorge, Nairu. Ich bin hier. Ich jage jedes Monster fort, das dir zu nahe kommt. Pardon, Link, doch ich zweifle daran, dass wir dich benötigen. Na, davon ist Impa.
Du musst verzeihen, Link. Ralf ist immer etwas aufbrausend, wenn es um mich geht. Aber ich spüre, dass Böses naht. Ganz so wie Ralf sagte. Ja. Das ist böse schon. Ganz recht, die treffende Vorahnung einer Sängerin. Oder sollte ich besser sagen, von Nairo, dem Orakel der Zeiten? Das Böse wird sich nun direkt vor euren Augen manifestieren. Ja, und da ist sie schon. Wo geht ihr jetzt wohl rein, in welchen Körper? Ist halt ein Orakel der Zeiten, der die Zeit kontrolliert? Wie heißt sie jetzt noch? Ausgezeichnet, Link. Du hast mir ermöglicht, die heilige Barriere zu überwinden. Diesen Moment habe ich herbeigesehnt. Ich bin Beran, genau. Meisterin der Schatten. Natürlich können wir sie nicht gleich besiegen. Nairo, Orakel der Zeiten, ich mache mir dein Leben, dein Leid zu eigen. Bam, jetzt wird sie blau. Die Idee finde ich schon geil an dem Spiel. Was hast du Nairo angetan? Gib sie sofort wieder frei, oder du wirst meine Klinge spüren. Ich komme hier immer mit den Stimmen durcheinander. Ha! Ein tapferes Kernchen. Richtest dein Schwert gegen mich? Wenn du mich bezwingst, ist es Nairo, die stirbt. Nairo ist weit mehr als eine Sängerin. Sie ist das Orakel der Zeiten, das den Verlauf der Zeit steuert. Nun verfüge ich über die Kräfte des Orakels. Ich kann durch die Zeit reisen, wie es mir beliebt. Nun bricht eine neue Ära an, die Zeit der Finsternis. Und weg ist die Vergangenheit. Ich werde nun die Vergangenheit aufsuchen, um zu machen, was mir beliebt. Ja. Schon immer die Gegenwart verändert. Warum ist das jetzt ein alter Opa? Ich verstehe das nicht. Und warum sind die jetzt Steine? Naja, okay, verschwinden ist in Ordnung, dass die dann immer existieren. Hier, der wird ja zu Stein. Verstehe ich nicht ganz. Diese Beran, sie konnte den Stein nicht berühren. Deswegen hat sie dich benutzt, um hierher zu gelangen. Seit ihrer Kindheit weiß ich, dass Nairo das Orakel der Zeiten ist. Ich weiche nie von ihrer Seite und habe sie ständig beschützt. Nun das, Nairo. Nairo, warte, ich werde dich retten. Nairo! Ja, und Impa wacht jetzt auf, die echte. Oh, Link, du hast mich gerettet. Ach, jemand hat von mir Besitz ergriffen. Schatten lagen auf dem Orakel der Zeiten. Daher hoffte ich, sie nach Hyrule bringen zu können. Ich hatte ja keine Ahnung, was hier passieren würde. Diese Veran jagt mir Angst ein. Sie hat mich dazu gebracht, ihr bedingungslos zu gehorchen. Veran sagte, sie wollte in die Vergangenheit reisen. Sie muss irgendetwas mit Nairos Kraft vorhaben, um in der Vorzeit einen Plan in Gang zu bringen. Man spürt in Labryna bereits die Auswirkungen. Daher müssen wir sie aufhalten. Echts, Verans Mummenschanz hat meine Glieder ermatten lassen. Ich kann mich kaum mehr bewegen. Link, wenn das Triforce auf deiner linken Hand echt ist, dann bist du vielleicht der Held, der diese Welt rettet. Bitte, hilf uns. Ach ja, Zelda hat mir dieses Schwert gegeben. Ich überlasse es dir. Du hältst das Holzschwert. Das grün ist?
eines Helden. Halte A oder B gedrückt, um es aufzuladen. Lässt du danach los, folgt eine Wirbelattacke. Ja. Links sucht den weiblichen Makobaum in Lünastadt auf. Dieser Makobaum wacht über ganz Labrüna und kann dir sicher weiterhelfen. In den Wäldern östlich von hier liegt das Haus von Nairo. Dort werde ich mich ausruhen. Okay. Natürlich kann ich nicht mitgehen. Das ist unser Abenteuer. So, wir haben das Schwert jetzt. Und da Lünastadt. Weißt du was? Dies ist Lünastadt. Okay. So. Zum Makobaum können wir hier noch nicht hoch, weil da schon was abgesperrt ist, also müssen wir durch. Makobasase. Der Makobaum steht hinten am Ende dieser Höhle. Makobasase. Passage. Achtung, gefährliches Terrain. Gut. Können wir nicht durch? Einfach nur gerade nach oben. Achtung, gefährliches Terrain. Auch abgesperrt. In der Vergangenheit können wir dann später dahin gehen. Wie schön, dich zu treffen, junger Held. Ich bin der Makobaum. Ich wache über Labrüna, Veran, Meisterin der Schatten, hat Nairo das Orakel der Zeiten entführt. Sie stört den Fluss der Zeit aus der Vergangenheit heraus. Ihr Vorhaben ist es, die Welt mit einer Welle Qual zu überschwemmen. Wir dürfen uns ihr nicht unterwerfen. Du musst Veran aufhalten, und zwar bald. Doch dazu benötigst du etwas. Ja, der Makobaum existiert nicht mehr gleich. Mir ist so, mir schwindet. Etwas geschieht mit mir in der Vergangenheit. Hilfe! Und weg ist sie. So. Welcher Makobaum hat nie existiert? Ja, der Makobaum. Auch das ist das Werk Verans. Link, du hast es verhindert. Veran ist erst kürzlich durch das Zeitportal gegangen. Wenn wir in der Zeit zurückreisen, dann können wir Nairo und den Makobaum retten. Ich komme, Nairo. Und Zeitreise. Noch jemand? Zuerst erscheint der Typ mit dem schrägen Hut und nun du. Seitdem diese Nairo kam, gehen hier die absonderlichsten Dinge vor sich. Gut, das war's dann für den ersten Part. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann, tschaußen!